Ein großer Kampf mit Gamma Bunta. Oha, jetzt wird es spannend. Deswegen heiße ich euch willkommen, meine Freunde der Dunkelheit. Und ja, nicht lang starken Kopf in den Nacken, denn Gamma Buntas Sohn Gamma Gigi war in Gedanken verloren und ging irgendwo hin. Suche ihn so bald wie möglich. Gewinne die riesige Schlacht. Alles klar, diese Mission wollen wir natürlich übernehmen. Und so wie es aussieht, wird das einfach dieser Endkampf von... Okay, der Frosch ist da. Nicht Tsunasuche, sondern das Kapitel davor, Konohas Zerstörung oder so. Ich weiß es nicht. Oder die haben sich für diesen Kampf was Neues ausgedacht. Ich kann mich leider nicht mehr erinnern, das ist ein bisschen lange her. Wir werden es ja gleich sehen. Ja, ich laufe nahezu richtig. Aber, da, irgendwo muss der Frosch doch hier sein. Da, ich sehe ihn, der hüpft da, er hüpft weiter. Juhu, gut. Ansprechen. Oh, Naruto, was machst du denn hier? Dasselbe könnte ich dich fragen. Ich habe gehört, die Riesenkröte sucht nach dir. Papa, du hüpfst besser zu ihr. Wo wir gerade von meinem Vater sprechen, du hast einmal im Duell gegen ihn gekämpft, richtig? Oh, ja, wo du es gerade erwähnst, das habe ich. Wie ist es gelaufen? Da du noch lebst, bedeutet das wohl, dass du gewonnen hast. Tja, ich bin am Ende bewusstlos geworden, daher ist alles ein bisschen verschwommen. Aber ich glaube... Okay, es ist derselbe Kampf, das ist wohl so ein Rückblick-Dingens. Erinnerung an eine schwere Schlacht, ein großer Kampf mit Gamma Bunta. Egal, der Kampf war cool, deswegen absolviere ich den doch mit größtem Vergnügen. Huhu. Wäre geil, wenn man Gamma Bunta spielen könnte, aber nein. Leider geht das nicht. Na gut, du kleine Rotznase. Landest du einen guten Schlag gegen mich, kannst du mein Gefolgsmann werden. Unterschätze mich nicht. Alles klar, jetzt erteile ich dir eine Lektion. Ja, versuch's. Das will ich sehen. Oh, oh. Ah. Tja, war wohl nix. So, ein bisschen Schlag aufladen. Na, was machst du jetzt? Ah! Jemand schnell, schlag mich! Kannst du haben, aber ich werfe lieber ein paar Schuhrings. Lauf! Lauf! Lauf weiter! Und... Zack! Das ist unsere Chance! Ja, du mit deiner Zunge. Schäm dich. Leck jemanden anderen ab. Na? Nein, er greift hier gar nicht an. Ist er erschöpft? Ah, nein. Da, Wasser versteckt. Oh. Lauf, 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 lauf. Ah, okay. Ich lade ein bisschen Schack auf. Ich nutze die Zeit. Oh. Nein, der hat mich doch tatsächlich getroffen. Ah, seine Zunge wieder, ey. Na, versuch's ruhig. Deinen Angriffen auszuweichen ist Pille-Palle. Oh, oh. Jetzt heißt es wieder. Lauf, Naruto! Lauf! Oh, gleich ist das Ende der Map. Puh. Na, was hast du jetzt vor? Ah, es kommt zu einer kleinen Drückerei. Ich versohle dich mit der flachen Seite meines Schwertes. Das war knapp. Oh, wie wär's damit? Zu einfach. Stürmischer Beifall! Zu einfach immer noch! Nochmal! Ach, weiß ich doch! Wow, Zunge des Todes! Das war doch ein bisschen knapp! Oh nein, dein Wasser versteckt! Na los, komm! Spuck mich an! Versuch's doch! Dich weiche ich doch locker aus! Lauf! Ah Gott, jetzt muss ich hier wieder ein bisschen Schack aufladen.
Oh oh. Stürmischer Beifall! Dich weiche ich doch locker aus. Nochmal? Tö. Du lernst es wohl nie. Zu einfach. Deine Zunge trifft mich auch nicht. Willst du ihn auf die Handfläche schlagen? Ich glaube, das ist für ihn eher ein Mückenstich. Na los, greif deiner. Los, mach dein wütendes Wasser. Versuch es. Klappt doch eh nicht. Hahaha, wie gesagt. Los, dämonische Windbombe. Boom. Wie wär's damit? Zu einfach. Na. Gehen dir die Tricks aus. Windbombe. Ha, wir haben ihn soweit. Gar nicht mal schlecht. Ich bin noch nicht fertig. Nicht schon wieder. Aber mit Leichtigkeiten ausgewichen. Kunst des Schattendoppelgänger. Jetzt komme ich. Boing. Das muss doch ein bisschen wehtun, denke ich mal. Und da fliegen die Naruto-Klone. Wasserversteck, Wasserkugeln. Immer noch zu einfach. Kunst des Schattendoppelgänger. Gut abgewehrt. Und jetzt kommt der finale Schlag. Boom. Wie war das? Ich hab's geschafft. Tja, du warst gar nicht mal so schlecht. Und da schlafen wir mal eine Runde. Gute Nacht. Und schöne Träume. Gewinn den Kampf. Abgeschlossen. Ja, das war derselbe Kampf. Einfach nur ein Blick in die Vergangenheit. Ja, Kunai-Regen haben wir dreimal bekommen. Ich hatte Glück und konnte einen Treffer landen. Quack, du konntest wirklich einen Treffer bei meinem Vater landen. Das ist beeindruckend. Haha, tja, seitdem hat mir die Riesenkröte geholfen. Darüber bin ich wirklich froh. Obwohl Meister-Schüler-Beziehungen gewöhnlich nicht so funktionieren. Du bist ein interessanter Typ. Glaubst du? Es ist selten, dass Papa einen niemand wie ihm hilft. Du hast eine große Zukunft vor dir. Das von dir zu hören, ist schon etwas. Nehme ich an. Danke. Ja, ja. Und Geheimschriften. Das war's. Na gut, einfach nur des Verkaufens willen sammle ich diese Schriftrollen ein, die hier gerade in meiner Nähe sind. Und dann setzen wir die Mission gleich nochmal ein. Da gibt es bestimmt noch gewisse Bedingungen, die wir erfüllen müssen. Wahrscheinlich mit so und so Lebensbalken übrig überleben. Gucken wir mal. Sieg mit mindestens einem Lebensbalken übrig, Sieg mit mindestens zwei Lebensbalken übrig. Sprich also so wenig wie möglich Leben verlieren. Oder besser gesagt, so wie eben gerade spielen. Oder am besten noch gar kein Leben verlieren. Das kriegen wir hin. Ja, ich weiß, dass er da ist. Ups. Da ist ja unser Lieblingsfrosch. Upsala, bisschen zu weit gesprungen. So. Ja, 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 wir kennen den Text. Und auf zur erneuten Schlacht.
So, da ist er ja, unser Freund. Überspringen, mit Start, gleich loslegen. Der Kampf sollte diesmal einfach gehen, denn seine ganzen Tricks kennen wir ja mittlerweile. Hey Mann, schnell, schlag mich. Ja, kein Stress, kein Stress, kein Stress. Ein bisschen Chakra laden und eine Windbombe. Boing. Und nochmal Windbombe. Verdammt, da ist in diesem Moment zurückgelaufen. Aber irgendwie haben wir es so geschafft, auch noch seine Wasserbombe zu, sag schon, auszuweichen. Und da setzen wir gleich nochmal eine Windbombe ein. Ah, hier seine Zunge des Todes. Einfach auszuweichen. Na, willst du noch einen einsetzen? Nee? Okay. Dann werfe ich ein paar Schurings. Ja, setz ruhig dein Wasserversteck ein. Setz es ruhig ein. Weiche ich doch sowieso mit Leichtigkeiten aus. Siehst du? Und Windbombe! Hier kriegst du gleich noch eine Windbombe. Und stürmischer Beifall. Ganz einfach auszuweichen. Nein. Oh, war das knapp. Windbombe. Ah. Gar nicht mal schlecht. Dann beginnt wieder die Tastenkombination. Hui, diesmal muss man sogar was anderes drücken als sonst. Ich glaube, beim ersten Mal gegen ihn kämpfen, da waren die Tastenkombinationen immer gleich. Aber mittlerweile, jetzt hier bei dieser Nebenmission, da kommen sogar andere Tastenkombinationen vor. Finde ich gut. Dämonische Windbombe! Ja, setz ruhig dein Wasserversteck ein. Weiche ich doch mit links aus. Und nochmal die dämonische Windbombe. Oh. Ach komm. Einfach geregelt, immer schön in Bewegung bleiben und Attacke. Ich denke, das haben wir mit Leichtigkeiten geschafft. Ich meine, es ist zwar noch nicht zu Ende. Aber es dürfte bald zu Ende sein. Immer noch nicht. Aber jetzt kommt, das dürfte Ihnen den Rest geben. Ja, jopp, wir haben es geschafft. Dann noch die letzten, sag schon, Tastenkombination richtig drücken und wir haben es geschafft. Zack, da fliegen wir, Kunst der Schattendoppelgänger. Das war knapp, da war ich gerade sehr langsam, aber wir haben es ja trotzdem mit Leichtigkeiten geschafft. Ich dachte mir, vielleicht gechillt. Wir haben ja Zeit. Und da haben wir den Schlag erfolgreich gelandet. Ja, das kann ich ruhig überspringen, das kennen wir ja. Abgeschlossen, die Kampfvorgaben alle erfüllt. Wunderbar. Ich denke, das war's. Wenn wir jetzt keinen Zutatenbeutel oder sowas bekommen,
kann ich ab hier auch schon den Cut setzen und zu euch sagen, dass wir uns in der nächsten Episode wiedersehen. Bis dann, ciao.